Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Barojax spielt Mirror's Edge. Ja. Ich bin Renton und neben mir sitzt der gute Artax. Hallo. Hallo. Ich hoffe, die Folge wird jetzt nicht so krebserregend wie die letzte. So. Okay. Da, Koffer. Da war Koffer. Da. Rechts. Wo? Etwa da? Ja. Da, Tucker, der ist rot, den musst du benutzen. Ja. Kann ich hier den Papier ein bisschen durcheinander bringen? Das wäre ja cool. Steht denn da? Mark. Okay. Owen. Hammer Mark, ich glaube, den haben wir eben über den Haufen geschossen. Da ist der Koffer. Okay. Da geht's weiter. Ich hasse Kartons. Oh, da haben wir vom Markt eine Nachricht bekommen. Ja. Ja. Oder es war von Sebastian. Von welchem Sebastian? Magenheim. Der ist 32 und ist Rollstuhl-Basketballer. Cool. Googelt's nach. Ich laber keinen Scheiß. Ja. Das sind die tollen Aufkleber von der Müllermilch. Müllermilch. Haha! Müllermilch. Du singst erstmal Müllermilch, während der Dampf da wieder kommt. Müllermilch. Müllermilch. Ach ja. Die weg, was in dir steckt. Ja. Und das sieht schon wieder nach. Ja, siehst du? Ich hatte schon gerade die Befürchtung, wir wären wieder in der Halle drin. Und wir hätten dann nur keine Ahnung woher gegangen. Wir wären da irgendwo. Keine Ahnung wohin gegangen. Hä? Was soll das denn? Das Fenster, das große? Nee, das Sicherheitsglas. Was? Was soll das denn? Sehr gut. Toll. Kannst du die schlagen? Die da oben? Nö. Eigentlich kann man das. Hat doch jeder schon mal gesehen. Kann man einfach so leicht hochheben. Warum war denn die Tür dann rot? Egal, geh wieder raus. Oh Mann. Danke, Entwickler. Schnell, bevor sie dich finden. Drück mal B. Vielleicht sollten wir uns verstecken. Ach ne, wir müssen da hin. Vielleicht ist das nur Buggy und die Tür müsste sich eigentlich öffnen, aber tut sie nicht, weil die sieht genauso aus wie die rote Tür. Guck mal, ob du irgendwie anders da drüber kommst. Mal nach links. Nochmal links. Da unten. Nee, das ist zu. Ah, okay. Das ist jetzt aber komisch. Vielleicht über die Rohre? Weil da habe ich schon gerade versucht, irgendwie bin ich da nur. Nö, aber wohin denn dann? Da ist ja nichts. Rollen. Rollen! Da vorne ist. Okay, da vorne ist irgendwie. Da ist ein Schalter. Ah ne, wieder ein Telefon. Drück mal A. Nö. Drück mal um. Guck dir mal die Halle an. Aber da oben ist auch alles zu auf der Seite. Du musst durch die Tür. Vielleicht da irgendwas? Ne. Doch. Kommst da nicht drauf, oder? Nee. Und die Tür ist die einzige. Wieso ist denn die Tür zu? Was hat er denn gerade in dem Funkspruch gesagt? Ja, die kommen gleich und. Mach mal die Tür wieder zu. Kannst du die Tür zumachen? Nö. Hä? Ja, super.
Da kamen wir. Vielleicht daher? Ah! Oh. Oh, dieses Spiel, boah. Wir sind solche Helden. Da? Geh da im Dunkeln her. Ganz cool. Sneaky peeky. Hinter den Kisten. Links. Da rum kannst du. Ah. Ja. Ich wollte eigentlich nicht da in das Regal springen, aber egal. Können wir auch so. Man muss ja nicht immer. Aber da müssen wir hoch. Wall run. Oh. Da. Und dann eben so. Genau. Genau so, nicht anders. Oh, hey. Egal, ich gehe jetzt einfach. Müsste ich überhaupt. Okay, ich muss da. Okay, ich muss wahrscheinlich. Okay, da. Ja. Geh mal. Was ist denn da rechts? Kannst du da unten. Ah, ne, du musst ja hoch, ne? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Kannst du vielleicht irgendwo schon ganz hoch? Ne, oben drauf geht auch nicht. Wow. Da sind wir doch schon mal höher. So. Jetzt? Ach, da. Und? Yeah. Ah, zum Glück war diese Stelle nicht mit Polizisten. Nee, das ist falsch. Aber man kann trotzdem sterben. Sehr gut. Nach dem Sehen müsste es da drin hinter der Förderanlage einen Weg geben. Hinter der Förderanlage. Ja. Ach ja. So, da hoch. Immer überall dann diese Hundegesichter. Ja, das ist ja das Firmenzeichen. Ja, aber wenn ich eine Firma aufmache, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld damit verprassen, überall in der Firma das Logo aufzuklatschen, sondern eher in Werbemittel. Da links war eine. Genau. Genau. Wow. So, und jetzt? Ah. Nein, warte. Du musst da wahrscheinlich gleich fliehen, nicht? Du musst bestimmt da irgendwas machen. Weil ich mache ja schon mal vorbildlich die Türen auf. Jetzt. Jetzt hast du den Raum wenigstens schon erkundet. Ah, okay. Lol, was war das denn? Und vielleicht sind das ja auch Kisten für außerhalb und dann würde das der Sinn machen. Ja, das kann auch sein. Nein, das kann keinen Sinn machen. Hä? Von da kommst du doch, oder nicht? Nein. Von da kommst du? Okay, doch. Nee. Drück mal B. Nee, von da kommst du doch nicht. Nee, nee. Dann ist die Tür einfach direkt zugegangen. Okay, wir müssen. Ach, wir müssen runter. Aber wo? Ich glaube, links war eine Leiter. Nochmal links. Ah, okay. Los. Direkt hintereinander drücken musst du das. Dann eben so. Nein, ich will das nicht so. Da war die Leiter. Wo? Da hinter dir.
Hä? Da. Ach, da! Aha! Ah. Oh. Oh, Leiter. Ah. Ich will nicht nochmal auf der Leiter. Auf die Leiter. Auf der die das. Das ist bestimmt falsch. Nein, ist es nicht. Yeah. Ich dachte erst, du willst da runterspringen, deswegen. Weiter geht's. Ist das richtig? Alter, das war falsch. Okay. Ich glaube, da hätte ich einfach direkt runterspringen müssen. Wo bin ich denn jetzt? Ja, jetzt musst du wieder. Die Leiter. Ja. Ja, ja, ja. Ach so. Moment. Daher. Das meinte ich in der letzten Folge damit. Warum krieg ich immer die blöden Level? Du kriegst so reine Kletterpassagen und ich krieg immer diese dummen Level, wo ich anderen abgeknallt werde. Mimimi, ja. Jetzt darf ich mal Mimimi. Jetzt alle mal ein Ohr für Attacks in die Comments. Bitte. Ganz großes. Könnt auch Herzchen dazu schreiben. Guck doch erstmal nach rechts. Ist da nichts? Nein, da ist nichts. Okay. Springen. Okay, dann Wallrun muss ich erst doch. Ja. Komm, damit du nicht so enttäuscht bist, darfst du den Part machen. Bitteschön. Okay. Kann das. Du hast ja den Weg jetzt so halbwegs gesehen von mir. Ah, da oben sind. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommt wahrscheinlich bei deinem Run, kommen wahrscheinlich überall Sturmgewehrleute hin. Okay, sie sind weitergegangen. Ich dachte gerade schon, ey. Oh Gott. Das war auch gut. Das war auch knapp. Nee, das war. Da ist noch eine Leiter in der Ecke. Achso. Lol. Was war das? Keine Ahnung. Egal. Ah, lol, man muss. Ich hab eigentlich versucht, springen zu drücken. Muss man. Ja. Aber das wäre eigentlich unlogisch. Wallrun und dann, also das würde doch gar nicht physikalisch. Du kannst ja nur eigentlich ein. Okay, man sieht sie automatisch, du hast sie eben nur nicht hingeguckt. Ich dachte schon, ey, ich habe voll den Schock bekommen. Ah ne, hier war richtig. So. Vielleicht muss ich die Drehung machen, aber dann springe ich bestimmt. Nee. Darüber, oder? Ich probiere es einfach mal aus. Nee, ohne Drehung, das bringt eigentlich nichts. Ah. Willst du gleich unter dir sein? Ja, ich weiß. Meine Güte. Jetzt gucken wir erstmal nochmal kurz. Von hier gucken. Ah, vielleicht müssen wir auch von hier aus springen. Nee. Das ist doch viel zu hoch. Das ist viel zu hoch. Hui. 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 Los, mach. Ja. Hallo? Okay, das war was. Okay. Ich hab doch gesagt, dass das mit RB falsch ist. Okay. Okay. Du willst ja nicht auf mich hören. Was lernt man daraus? Hör immer auf Rant. Natürlich. Vertraue mir und glaube mir. Das hast du schon mal gesagt in irgendeinem Let's Play. Ja, das ist. Könnte mir gut vorstellen, dass das Resident Evil war. Kann gut sein. Hui. Achso, ich bin schon da. Okay. Brauche nur noch die Leuchteaugen. Dann würdest du das auch wirklich machen. Wie zur Hölle müssen wir da weiter? Ich würde einfach mal von einer Etage drüber springen. Weil du hättest. Weil dann hast du ja wirklich eine höhere Reichweite. Oh, wirklich ganz unter mir. Muss es gleich sein. Wenn du einfach hier runter tropfst. Wie ein Tropf. Dann droppe ich da runter. Okay, auf die Kisten tropfst du dann. Aber ohne Wallrun. Oh.
keine Ahnung, einfach, ja, ich, vielleicht, ja, an dem Gitter kannst du vielleicht ein bisschen wenigstens machen. Nee, ich glaube nicht. Geil. Sehr gut. Nee. Ja, dann spring einfach so. Okay. Ha! Haha! Warum kann man denn dann da runter? Ah, egal. Ja, das ist, um dich zu verwirren. Nee, warte. Da gab's auch eben auch schon so eine Passage bei dem anderen, wo wir nicht gecheckt haben, dass wir erst rüber müssten. Ach, herrje. So. Ob wir das noch diese Folge schaffen werden? Keine Ahnung, wir springen jetzt. Und die Landung kommt erst in die nächste Folge. Genau. Um einen tollen Cliffhanger zu schaffen, ja, ob wir das wirklich schaffen. Drei. Eins. Zwei. Drei. Tschüss.